Ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video geht es vor allem um den Innenausbau, den ich jetzt in den letzten Sommertagen, gefühlt letzten Sommertagen, na gut, wir haben Ende August, noch schnell vorantreiben möchte. So, Freunde, hier ist jetzt fast alles fertig. Da hinten fehlt noch ein kleines Stückchen. Das werde ich mir heute mal vornehmen. Und dann wird diese Wand hier auch noch mit diesen Heraklitplatten verkleidet, damit ich dann hier alles schön verputzen kann. Das ist die Aufgabe erstmal heute. Da hinten muss ich auch noch ein kleines Stückchen zumauern. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ansonsten ist trocknet hier alles super. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem, was ich noch geschafft habe. Ich habe jetzt in einem der letzten Videos gesagt, dass ich den Innenausbau komplett dieses Jahr noch fertig schaffen will. Das wird wohl leider nichts. Aber schon mal so weit, dass die Wände dann fertig sind. Hier ist jetzt das große Ding, dass ich die Wasserleitung noch verlegen muss. Also die Heißwasserleitung da oben. Ja, so sieht's aus. Das Problem ist, genau hier sind jetzt noch keine Heraklitplatten dran. Einfach weil ich erstmal noch das Wasseranschlussgedöns hier für die, also hier für den Spülkasten, das ist ja schon da. Ne, da ist jetzt einfach ein Wasseranschluss. Hier muss halt die Badewanne-Armatur hin. Da muss ich eigentlich erstmal die Badewanne hinstellen, damit ich weiß, wie hoch ich komme. Normalerweise sind das zwischen 85 und 90 cm. Das werde ich jetzt die Tage mal noch machen, hier irgendwie einen Kanal bauen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich vielleicht hier auch einen Kanal einfach reinbauen sollte, dass ich da später nochmal rankomme, falls irgendwas undicht ist. Das wäre natürlich ziemlich krass, da jetzt einfach erstmal alles anzuschließen ohne Dichtigkeitsprüfung. Das wäre, glaube ich, ein bisschen fahrlässig, sagen wir mal. Genau, und bis zu dieser Kante soll ja dann hier gefliest werden. Deswegen werden hier auch keine runden Kanten machen können. Da habe ich mir jetzt so Eckprofile geholt. Mal gucken, ob das was wird. Ansonsten bis hierhin wird quasi der Lehm gehen. Das werde ich auch noch machen. Auch hier sieht man ja, ne, es ist relativ eng bemessen. Auch mit der Balkontür hier unten schlägt sie auch an den Sockel. Von daher hier auch Kantenprofile. Das werde ich jetzt im nächsten Tag noch machen. Aber es gibt Neuigkeiten. Haha, seid gespannt. Ha, ihr seht schon. Schaut mal. Es ist übelst geil geworden. Diese Wand ist noch nicht fertig. Irgendwie finde ich auch, dass das eigentlich ganz cool aussieht, aber eigentlich will ich es nicht so lassen. Mal schauen. Ich habe hier gestern mit dem Adi richtig durchgezogen. Richtig heftig. Also erst wieder eine Schicht aufgetragen, Netz reingemacht und dann drüber. Ja, man sieht jetzt hier auch, es ist auch alles nicht perfekt. Ne? Es gibt überall Ecken und Kanten und ein bisschen Dellen und Beulen noch. Ich reibe das dann nachher nochmal ab. Aber eigentlich bin ich schon sehr zufrieden. Denn gerade dieser Lehm ist es so, dass es ein bisschen das auch das Ganze lebendig macht. Finde ich zumindest. Also ich bin ja auch kein Lehmbauer, zumindest noch nicht. Ich habe das ja vor, noch das zu machen. Genau, hier solche Kanten und Ecken, das kriegt man durchs Reiben schon noch ganz gut weg. Das werde ich nachher schon nochmal machen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und richtig cool. Wieder ein Raum fertig quasi. Da kann ich dann im Winter hier ganz entspannt den Boden reinbauen. Das sind dann so Sachen, die hebe ich mir jetzt einfach auf für den Winter und versuche jetzt erstmal alle Lehmarbeiten hier zu machen, zumal ich noch eine Tonne Lehm stehen habe und der ja eigentlich auch innerhalb von zwei bis drei Wochen verbraucht werden soll. Es ist windig. By the way, Leute, vielen, vielen lieben Dank für 3000 Abonnenten. Ihr seid echt die Besten. Es wird immer mehr und ich freue mich natürlich über jeden Einzelnen, der dazukommt zur Community. Vielen, vielen Dank. Genau, was steht noch an dieses Jahr? Im Winter möchte ich, wie gesagt, hier hinten die Treppe bauen. Da soll was Ordentliches hin, sodass man auch unten drunter noch sitzen kann. Und hier hinten auch so ein Podest noch. Ne? Strom will ich noch fertig machen im Winter. Was eigentlich mir noch ein großes Anliegen ist, ist auch für den Winter. Da muss ich mal kurz rausgehen. Ich schneide hier mal an dieser Stelle. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut erkennen. Ich möchte oben noch das... Oben hier in der, also unten habe ich es ja schon verputzt, ist zwar ein bisschen rissig geworden, weil ich da jetzt kein Plastenetz reingemacht habe oder keine Armierung oder wie nennt man denn das, Gage.
Gase. Wie nennt ihr das? Gase oder Gage? Egal. Das möchte ich eigentlich auch noch verputzt haben, damit ich da im Winter auch noch die Holzverschalung drumherum machen kann, weil mein Wandanschlussblech, ich weiß nicht, ob man es sieht, liegt jetzt noch so halb in der Luft und da könnte schon noch Wasser eintreten. Des Weiteren, ich weiß nicht, ob man es sieht, hier oben sind so kleine Spalten drin, ne? Da habe ich letztes Jahr beobachtet, dass das eine Wärmebrücke ist. Da würde ich auch ganz gerne eigentlich noch zumindest das noch verputzen. Das heißt, da wieder auch Schilfrohr drauf und dann mit Lehm verputzt. Das ist auch so eine Sache, die würde ich ganz gerne noch dieses Jahr schaffen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ja, damit ich dann hier nächstes Jahr wirklich mal dann von außen anfangen kann. Und in der zweiten Jahreshälfte dann endlich mal hier die Heizungsgeschichte angehen kann. Zweite Jahreshälfte, weil in der ersten Jahreshälfte will ich dann erstmal die Fassaden machen. Wie gesagt, ich spare die ganze Zeit jetzt für die Dämmung. Die ist nämlich nicht günstig, weil hier ist es jetzt nicht so schlimm wegen dem Aufbau, also dem Bodenaufbau, weil ich ja hier genug Höhe habe. Da ist es nicht so schlimm, aber hier in dem Raum ist es mit der Höhe dann schon ein bisschen, naja, weiß nicht, schon entscheidend. Das sind so jetzt noch, sag ich mal, 35, vielleicht 40 Zentimeter, aber einfach für dieses Gefühl der Raumhöhe, das macht ja schon viel auch mit uns, ne? Also von daher mal schauen, hier möchte ich wirklich einen sehr, sehr niedrigen Bodenaufbau. Also das heißt maximal. Diese Höhe jetzt hier noch, das sind ungefähr, naja, ich würde sagen 7 cm. Das lässt mir jetzt nicht sehr viel Spielraum. Von daher diese Spezialdämmung, wo man direkt drauf fließen kann und keinen Estrich bzw. Trockenestrich mehr braucht. Aber wir werden sehen, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe es natürlich sehr. Es gibt da schon coole Möglichkeiten, aber es ist halt alles auch relativ kostenintensiv. So, hier ist mittlerweile jetzt auch schon der Lehm an die Wand gekommen. Da fehlt nur noch hier über dem Fenstersturz das bisschen. Ja, hier ist auch wieder das Gewebe drin. Da habe ich letztens eine Zimmerin mitgenommen beim Trempen, also die ist getrennt. Und da habe ich erzählt, dass ich so ein bisschen mit Lehm rumfriemel und so. Und da hat sie mich gefragt, gibt es denn dazu nicht eine Alternative? Ich hatte es auch, glaube ich, schon mal erzählt, zu diesem Netz hier, Plastennetz, ne? Oder Glasfasernetz. Ja, die gibt es, aber so eine Rolle hier kostet ungefähr zwischen 30 und 40 Euro. Und so eine Jute, das ist ein Jutegewebe, die kostet einmal mal 280 Euro. Und da ist das Problem, dass Claytech da ein Monopol drauf hat und es wirklich das nur von Claytech gibt. Ansonsten, ja, hier, kann man auch mal sehen, ne? Habe ich jetzt die Schiene drin. So sieht das jetzt von der Seite aus. Da ist noch kein Lehm dran. Genau. Und da hatte ich erst ein bisschen Schiss, dass das ein bisschen knapp hier ist. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Passt soweit auch alles ganz gut. Freut mich auch sehr, dass das so einfach geklappt hat. Ich überlege jetzt, ob ich die Seiten hier dann doch noch rund mache. Oben, unten. Und so. Und hier habe ich die jetzt auch schon mal angebracht, ne? Weil hier kommen ja auf jeden Fall dann die Fliesen dran. Apropos Fliesen, schaut mal. Hier sind die Matten. Die sind hier so, hier sieht man es hier einen Stein rausgegangen, ist nicht schlimm. Das sind solche Matten, auch so ein Glasfasergewebe. Da sind die draufgeklallt. Und die habe ich auch bei mir im Bad. Und ich will die dann später aber noch ölen, dass die dann diesen Farbton hier bekommen. Dunkel werden. Na, sie werden dann schwarz, weiß, nur ein bisschen Wasser. Genau, dass sich das alles ein bisschen hier auch abhebt, so kontrastmäßig und so. Ne? Sehr schön. Ja, das war es an dieser Stelle auch erstmal mit dem Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Viele neue Sachen zeige ich dann natürlich nicht, nur den Fortschritt am Haus. Ich hoffe, das reicht dir. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben für dieses Video und wenn noch nicht geschehen, über ein Abo freuen und sag dann bis dahin erstmal Peace, euer Mo, und die nächsten Videos kommen ganz bestimmt.